Moin Leute, der Darkboft von Level Up TV hier. Und wir befinden uns immer noch in meinem Let's Play Lords of the Fallen. Und wie ihr seht, ich habe ein kleines bisschen weitergespielt. Ich wollte mich eigentlich genau hier hinstellen, wo ich jetzt stehe. Und dann die Spinne besiegen und dann schön zeigen, wie geil ich diese Spinne besiege. Und dann kam die mir da oben, da vorne so ran und meinte, ey, da bin ich. Ja, jetzt habe ich sie ein bisschen geschnitzelt. Ich hatte Hilfe von meinem Gauntlet. Wäre eine ziemlich geile Szene geworden. Leider nicht mehr aufgenommen. Also, das war alles ein bisschen spontan und ich musste mich sehr gut verteidigen. Tut mir leid, aber... Naja, vielleicht sind ja noch ein paar Minispinnen unten von dieser Riesenspinne. Ah, da läuft eine. Was war das denn? Hat er versucht, mir irgendwas entgegenzubringen oder so? Schwieriger Typ. So, jetzt mal ein bisschen den Weinkeller auseinandernehmen. Und ja, ein Thema, worüber ich so ein bisschen sprechen wollte, die Folge, wo wir jetzt schon gerade in so einem Weinkeller sind, ist ein wenig Alkoholmissbrauch. Also ich habe das Let's Play ja hier angefangen, indem ich nur ein bisschen Wein getrunken habe. Na gut, vielleicht ist jetzt auch Alkoholmissbrauch der falsche Titel. Aber nun gut, ich erzähle einfach mal weiter. Ich habe das hier so ein bisschen angefangen, indem ich so ein bisschen Wein getrunken habe. Und das kann man ja mal machen. Es gibt ja viele, die sagen, oh, das ist ja sogar sehr gesund. Aber das ist falsch. Eine aktuelle Studie hat herausgefunden, dass nur bei einem sehr geringen Anteil der Bevölkerung der Weinkonsum oder der Alkoholkonsum in geringen Maßen auch wirklich gesund ist. Und das ist nicht unbedingt jeder. Also Leute, denkt nochmal zweimal nach, bevor ihr mal so ein Gläschen Wein zum Abend trinkt. Na klar, es macht euch müde. Aber ist es wirklich das richtige, um gut einzuschlafen? Auch wenn es euch schmeckt, denkt mal lieber zweimal drüber nach. Vielleicht tut es auch die warme Milch mit Honig. Es gibt ja auch welche, die trinken dann mal ganz gerne einen über den Durst, besonders bei Feiern und Partys. Und ich würde mal gerne wissen, wie ihr dazu steht. Ob ihr jetzt auch mal gerne einen über den Durst trinkt oder eher so euer Maß kennt. Also ich bin da eher so einer, der weiß ungefähr, wann Schluss ist. Der trinkt so ein bisschen, hier so ein bisschen Whisky, ein, zwei Stückele und dann weiß ich auf jeden Fall, was der Phase ist. Aber dann gibt es ja welche, die können sich einfach nicht im Zaun halten und dann wissen sie einfach nicht, was sie getrunken haben und trinken einfach weiter. Ich versuche es jetzt hier mal mit Sneaky. Sneaky. War wohl nichts mit Sneaky. Ja, dann beschweren die sich, dass keiner irgendwie eine große Ahnung oder eine große Meinung, wollte ich eigentlich sagen, über die hat. Weil die immer sehr viel trinken und das ist natürlich auch so ein gesellschaftliches Thema, dass man dann so ein bisschen ausfallend wird, beleidigend. Oh, die Tür ist verschlossen. Hier komme ich natürlich nicht weiter. Und natürlich, ja, das ist halt immer so ein bisschen so ein schwieriges Thema. Von daher, ich mag das auch persönlich gar nicht so, wenn Menschen total betrunken sind. Nee, das geht gar nicht. Also, jeder, der mich kennt, der weiß, ich trinke auch ab und zu mal einen gerne, auch wenn es eben nicht gesund ist. Aber was will man machen? Hier in Deutschland gibt es halt nur die legalen Drogen wie Zigaretten und ich zähle mich jetzt eher zu den Nichtrauchern. Und halt Alkohol. Und beides ist nicht unbedingt gesundheitsfördernd. Am besten gar nichts trinken und am besten auch gar nichts rauchen, ist am gesundesten. Aber man möchte ja doch schon mal so ab und zu so einen Rauschzustand, oder? Oder wie seht ihr das? Oh, hier ist auch verschlossen. Was muss ich tun? Es gibt ja dann noch welche, die sagen dann, so illegal. Es ist mir egal. Und nehmen illegale Substanzen zu sich. Ich meine, ich will jetzt hier keinen verleiten.
oder keinem jetzt erzählen, oh ja, hier, Drogen, das ist eine gute Sache oder so. Ne? Aber da spalten sich ja auch wieder die Meinungen. Besonders, ich sag mal, die weicheren, harten Drogen, sowas wie Marihuana. Na gut, muss man jetzt kein Freund von sein. Aber es gibt ja viele Schauspieler oder, sage ich jetzt mal, bekannte Leute, die sagen, wenn es das Oktoberfest in zwei Ausrichtungen gibt. Einmal als Alkohol- und Bierkonsum und einmal als Marihuana-Konsum. Also quasi, auf dem einen wird nur Marihuana konsumiert und auf dem anderen wird Gras konsumiert. Auf welchem dieser Oktoberfeste wird wohl mehr, ja, mehr Negatives passieren? Ich meine, weniger Schlägereien. Wo sind weniger Schlägereien? Where is it? Was ist das denn für eine Tuse? Back off! This doesn't concern you. Ich mag die Tuse jetzt schon. Hat die einen Typen in der Hand? Also die hat nichts in der Hand, aber... Ach so, das war der Typ. What was that about? They're liars and worse besides. Not only did they steal my family valuables, but they've hidden the pathway. Also die Frau gefällt mir und mich interessiert das jetzt, was die zu erzählen hat. Pathway. A door to places otherwise unreachable. Places that hold secrets, and secrets hold power. I was on my way there when the Rogar appeared out of nowhere. Why are you so sure? Ich hab nichts gedrückt, ich hab nichts gedrückt. It's in the Book of Lineage, and the book does not lie. You sure those friars stole from you? I've always taken them for bookworms, not lifters. Don't be a fool. The men in here are just as twisted and corrupt as the people outside. I bet Antanas, this savior, allowed. They've bled the villages dry over the years. They think people forget that the truth gets buried with the bodies they helped create. But they're wrong. I know what they did. Okay, also... Mir ist das relativ egal, dass sie hier rumschlawenzelt. Also nur weil es hier so ein großes Anwesen ist, sie müssen keine. Also das ist eine gute Frau, die gefällt mir. I must go. Suit yourself. Oh cool, irgendwas gefunden. Okay, wollen wir mal hier ein bisschen aufsammeln. Ich habe immer noch keine Punkte. Ich möchte hier mal so ein paar Punkte ausgeben oder so. Aber ich habe gesehen, es gab Zeug. Was haben wir denn hier? Einen großen Hammer. Oh ja. Nee, ich nehme mal trotzdem hier mein Butcher, meine wunderschöne Axt. Die gefällt mir eigentlich so ganz gut. Diesen Ring habe ich gefunden. Egal, rüsten wir das Ding einfach mal aus. Und ich sehe gerade, meine Rüstung ist wieder am Blinken. Ich kann sie aber nicht auswählen. Das ist ein bisschen blöd. Das muss ich jetzt hier extra... Aber keine Ahnung, was das hier ist. Da hat irgendwas geblinkt. Ich glaube, die hat geblinkt, aber ich benutze ja keine leichte Rüstung. Von daher gehen wir mal hier wieder aus diesem Menü raus. Muss ich jetzt Escape drücken. Also ich möchte jetzt hier eigentlich mal meinen paar Punkte oder sowas ausgeben oder so. Aber Character Development. Vielleicht muss ich ja mal hier irgendwie so. Oh. Nee. Komisch. Egal. Wir machen jetzt hier einfach mal weiter. Gute Frau, wir sehen uns. Gute Frau, gute Frau. So, machen wir mal hier das Türchen auf. Okay, hier geht's also weiter. Da steht so ein dicker Typ. Er schüttelt sich noch die Hand, mache ich auch eben. So.
aber ich war gerade dabei. Ich glaube, das war Michael Mittermeier, der das mal gesagt hat. Wenn es die Wiesen mit einmal Bier ausschenk und einmal mit Gras ausschenk. Watch out! There are some freaks on your side of the gate. Ja, ich mach das schon. Wow. So. Und das ist ja auch durchaus legitim, sage ich mal. Von Alkohol wird man ja sehr aggressiv und muss sich übergeben, wenn man zu viel hat. Und dem Körper tut das halt gar nicht mal so gut. Ich meine, was jetzt nicht bedeutet, dass Marihuana jetzt voll das Wundermittel ist, aber nicht umsonst wird das ja auch als medizinische Zwecke für medizinische Zwecke eingesetzt, oder? Irgendwie schnitzel ich gerade daneben. Das ist gar nicht mal so schön. Aber mich würde interessieren, was eure Meinung dazu ist. Also, es gibt ja durchaus die Leute, die sagen, nee, ich trinke keinen Alkohol und ich trinke nicht hier und ich trinke nicht da und ich mache nicht hier, ich mache nicht da. Cooler Typ, ey, das bin ich. Aber dafür rauchen sie sich mal ab und zu mal so ein Joint. Was ist wohl besser für den Körper? Der Typ ist auf jeden Fall nicht gut. Oh, komm, Alter. Oh, das wird nichts. So, mal gucken, was der für Angriffe hat. Wow. Okay, der hat so super... Der hat so Sonic Booms! So. Wie kann ich den denn mal angreifen? Oh Gott, jetzt macht er so einen Sonic Boom. Oh Gott, das war meine Chance! Kassler weiß das echt zu würdigen, was ich hier für ihn aufnehme. Sonic Boom! Die Attacke ist extrem zu langsam. Jetzt ist meine Chance gekommen. Das ist doch nicht ganz gut. Sonic Boom? Nein, was ist das denn? Oh, das ist ein Kamehameha oder sowas? Was ist passiert hier jetzt? Oh mein Gott, 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 der hat sich Freunde geholt. Das findet der okay. Was für ein Arschloch. Ja, guck mal, den kann ich hier ganz gut mittlerweile töten. Diesen Gegner schicken. Oh Gott, erstmal richtig wieder daneben geschnitzelt. Das kenne ich noch nicht, das kenne ich noch nicht. Der hat ganz schön viele verschiedene Angriffe drauf. Okay, das ist jetzt wieder meine Chance. Nein, dreht er sich in der letzten Sekunde super schnell rum. Vielleicht muss ich nicht den leichten, den schweren Angriff wieder schnitzeln. Nochmal den leichten schnitzeln. Warum renne ich eigentlich 200 Kilometer weg? Das ärgert mich jetzt. Wieder so ein Such-Kamehameha oder was? Oh, shit, 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 shit. Jetzt kommt auf jeden Fall wieder irgendwo einer. Wofür hat mich das denn getroffen? Ey! Jetzt kassiere ich hier mehr Schaden durch die kleinen Hässel und Tiere. Aber wie gemein! Typisch gemeine Spiele. Das ist ein so ein gemeines Spiel. Was ist das denn? Oh shit. Ich hab
auch doch mein Kamehameha. Was ist jetzt mit meinem Kamehameha? Shit. Oh, das war ja mega überhaupt nicht erfolgreich. Gut. Mann, der dreht sich so schnell. Wo ist der Freak? Da ist er! Ah, die mag ich ja. Das sind mir so die liebsten neuen Gegner. Aber bei denen kann man echt am besten ausweichen. Oh shit, jetzt kommt der. Kommt der mit dazu? Ich krieg Angst. Warum sind hier so viele Gegner? Komm, ein Schnitz. Nein, verpisst euch. Ich fühle mich ungerecht behandelt. So, das ist natürlich echt unvorteilhaft hier gerade. Versuche ich es eigentlich noch. War ja klar. So, wo ist der Typ? Da vorne war das Portal, aber jetzt kommt er hier von der Seite. Sein Schild möchte ich gerne haben. Ich hoffe, das wird mir gedroppt, weil das Schwert von dem ersten Gegner, das war ja. Ja. Das war ja mehr traurig als das andere. Das ist gerade wieder so eine richtig schöne Situation hier. War ja klar. Wo ist der Freak? Da ist er. Oh, zum Glück. Zu riskant. Oh Gott. Der mächtige Commander ist am Start. Scheiß. Ausweichen. Gerade nicht mehr ganz so viel Lebensenergie. Man kann es ja mal versuchen. Boah, das ist hier gerade so mega actionmäßig. Ich wusste es. So ein Dreck. Ja. Mit den Worten verabschiede ich mich aus diesem Let's Play. Natürlich nicht aus diesem Let's Play, sondern nur von dieser Folge.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuschauen. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, liked es, abonniert uns, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Und insofern ihr etwas zu dem Thema Alkoholmissbrauch oder Drogenmissbrauch zu sagen habt, schreibt es in die Kommentare. Wir antworten euch gerne. Bis dahin, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.